Donaukanal. Das Coronavirus ist weiterhin das beherrschende Thema. Die Österreicherinnen und Österreicher halten sich aber sehr vorbildlich an die von der Bundesregierung ausgegebenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Da und dort macht sich aber bereits ein bisschen der Lagerkoller breit. Donaukanal versucht jetzt mit der Miniserie Kampf dem Lagerkoller gegenzusteuern und Anreize zu geben, was man mit der eigenen Familie in den eigenen vier Räumlichkeiten Lustiges und Spannendes planen kann. Sie haben eine unserer Anregungen aufgenommen? Dann freuen wir uns auf ein Foto Ihrer Aktivitäten in den Kommentaren auf Facebook. Unsere Serie Nette Leid, die wurde aufgrund der Sperre unseres Studios bis zum Ende der Corona-Krise ausgesetzt. In der Zwischenzeit nehmen wir Sie mit zum größten Bühnenspektakel des Landes und zeigen noch einmal die Höhepunkte des Theaterfest Niederösterreich 2019. Und jetzt wieder viel Vergnügen mit dem Programm von Donaukanal. Eingesetzt kann hier eigentlich alles werden, was Farbe auf Papier hinterlässt. Also Bleistifte, Buntstifte, Kreide, bis hin zu Filzstiften ist alles möglich. Und dann braucht man eigentlich nur noch ein möglichst großes Blatt Papier. Wer keines daheim hat, der kann auch mehrere kleine Blätter zu einem großen zusammenkleben. Und schon kann die ganze Familie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit wenigen Strichen kann man etwa einen Vogel zeichnen. Oder einen sehr lebensnahen Fuchs zum Leben erwecken. Auch ein Bienenvolk ist hier mit einigen wenigen Linien realisiert. Und dann entwickelt sich Schritt für Schritt ein eigenes kleines Universum auf dem Papier. Fetzige Musik im Hintergrund aufdrehen und schon ist die ganze Familie rund 2 Stunden kreativ beschäftigt. Lagerkoller, ade! Ein naturnahes Klettern und Kratzen der Katzen zu Hause sind neben ein paar dicken Ästen nur ein paar Schrauben notwendig. Den dicksten Ast, den kann man als Träger in die Konstruktion einplanen und gut mit dem Balkongeländer oder dergleichen verbinden. Der Rest ist Kreativität. Kleinere Äste verbinden die Konstruktion und schaffen so Möglichkeiten für die Katzen. Aus ein paar Leisten und Brettern kann man zusätzlich Sitze und Klettermöglichkeiten für die Vierbeiner schaffen. Auch ein eigener Kratzbereich ist mit einem Seil und etwas Leim schnell gebastelt. So kann man, je nach Möglichkeit, in 3 bis 4 Stunden eine kleine eigene Welt für die Zimmertiger erschaffen. Lagerkoller, ade! Jetzt geht es um das ingenieurstechnische Können. Sind doch die beiden Elemente des Zuges durch einen schier unüberwindlichen Graben voneinander getrennt. Die Herausforderung liegt jetzt darin, diesen Graben zu überbrücken und die Lok ihre Waggons abholen zu lassen. Auch hier kann alles eingesetzt werden, was gefällt. Holzsteine, Kunststoffgerüste, Bücher, Küchenutensilien und alles, das sonst noch Schienen tragen kann. Lego-Eisenbahn daheim hat,
kann auch eine Brio-Eisenbahn, Autorennstrecken oder alles irgendwie Vergleichbare einsetzen. Am Ende kommt der große Moment. Trägt die gebaute Konstruktion den Zug? Gleich werden wir es wissen. Sind wieder alle, natürlich abhängig von der Größe des zu überbrückenden Grabens, 2 bis 4 Stunden wertvoll beschäftigt. Lagerkoller AD. Als Segelsportler sehe ich viel von der Welt, eben auch Armut. Mit Eukokredit kann ich Hilfe zur Selbsthilfe leisten und das gefällt mir. Eukokredit. 45 Jahre fair anlagen. Ob schmerzende Insektenstiche, dröhnende Kopfschmerzen oder stechende Rückenschmerzen. In solchen Momenten wünscht man sich schnelle und professionelle Hilfe. Rufen Sie ohne Vorwahl die Nummer 1450. Eine besonders geschulte Krankenpflegeperson meldet sich und sagt Ihnen, was in dieser Situation am besten zu tun ist. Wenn es weh tut, rufen Sie 1450. Ihre telefonische Gesundheitsberatung. Eine Information des Landes Niederösterreich, des Bundesministeriums für Gesundheit und des Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds. Unvergessliche Momente erleben. Genau darauf kommt es bei der Freizeit- und Sportgestaltung an. Schnell kann etwas passieren. Dann ist es gut, wenn du bei einem Mitgliedsbetrieb der Wirtschaftskammer Niederösterreich gebucht hast. Setze auf einen Betrieb mit entsprechender Berechtigung und Haftpflichtversicherung. Denn das sind die Professionisten. Sie sorgen für dein Vergnügen und deine Sicherheit, damit du ohne Bedenken gemeinsam mit deiner Familie und Freunden die schönsten Freizeitmomente genießen kannst. Die derzeitige Situation, unter der die Österreicherinnen und Österreicher leben und arbeiten, zehrt an den Nerven vieler Menschen. Auch die Rettungs- und Sanitätsdienste haben durch das Coronavirus in Österreich erschwerte Bedingungen. Eine Spende von 3.000 Schutzanzügen und insgesamt 150.000 Schutzmasken hilft den Organisationen und Ärzten in diesen Tagen weiter. Weil wir zusammen mit den Ärzten im Ärztefunkdienst, den wir in Wien beispielsweise verdoppelt haben, den wir in Niederösterreich um +6 aufgestockt haben, auch täglich im unmittelbaren Einsatz sind. Und je besser wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Samariterbundes, aber auch die Ärztinnen und Ärzte in diesem Fall, schützen können, umso besser wird auch die Ressource Gesundheitssystem aufrechterhalten, weil geschützte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen nicht aus. Und das ist in gerade dieser Zeit extrem wichtig. Wir haben Masken, aber es gibt immer wieder Engpässe, weil es auch schwierig ist, die nachzubesorgen. Also es ist schon so, dass wir zwar ausreichend Material derzeit haben, kann jetzt nur von uns sprechen, aber wir natürlich auch immer schauen müssen und rechtzeitig schauen müssen, dass wir auch genug Nachschub haben. Und da ist es immer wieder enger geworden und diese Spende ist natürlich ein weiterer Beitrag dazu, sicherzustellen, dass wir auch weiterhin unser Personal entsprechend ausgestattet in den Dienst schicken können. Gespendet wurden die Schutzanzüge und Masken von einem in Österreich ansässigen chinesischen Logistikunternehmen. Bei der Übergabe war auch der chinesische Botschafter anwesend und der Kampf gegen das Virus ist auch ihm ein besonderes Anliegen. Ja, das Virus, das Coronavirus ist eine große Herausforderung für die ganze Menschheit, für alle Länder. Das Virus kennt keine Grenze und nur in Solidarität können wir gemeinsam das Virus besiegen. Und China war vor 1 oder 2 Monaten noch in sehr schwieriger Lage. Die österreichische Bundesregierung hat China auch dringend gebrauchte medizinische Güter geliefert. Und die Chinesen sind dankbar und wir werden das auch nie vergessen.
Auch die Belegschaft des chinesischen Unternehmens kennt Maßnahmen und Angst rund um das Coronavirus aus persönlichen Erfahrungen und darum war ihnen die Hilfe für Österreichs Sanitäter und Ärzte auch ein Anliegen. Also ich hoffe, dass die Maßnahmen von der Bundesregierung jetzt greifen, dass die Versorgung jetzt intakt werden, weil wir erfahren aus den Nachrichten, dass doch jetzt die Bundesregierung sehr viele Schutzartikel gekauft haben, aber auf dem Weg jetzt nach Österreich sind. Und aber wenn hier die Lage noch sich verschlechtert, wo ich nicht glaube, können wir auch auf weitere Unterstützung denken. Die Hilfe des chinesischen Unternehmens kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Vorräte gehen zur Neige, das ist das eine. Und zum Zweiten brauchen wir natürlich immens viel, weil sozusagen wir kann das ja nicht auf 24 Stunden oder auf Dauer immer wieder anziehen, sondern in der Regel einmal verwenden, manche auch nur zeitlich begrenzt verwenden. Wir haben auf der anderen Seite mehr Menschen im unmittelbaren Einsatz. Das heißt, sozusagen der Bedarf hat sich einfach durch die Einsatzzahlen schon erhöht. Also von daher ist es auch wichtig, dass wir laufend unsere Lager und die verfügbaren Mittel und Einsatzmöglichkeiten auch sozusagen erhöhen. Und da wird es knapp und daher sind wir über diese Zuwendung äußerst dankbar. Die Schutzausrüstungen werden nun zügig an die Hilfsorganisationen weitergeleitet. Die 3000 Schutzanzüge und die 100.000 Masken bzw. die 50.000 FFP2-Masken werden in der Summe für 4-5 Tage gerade für Wien, Niederösterreich und die Einsatzorganisationen nach diesem Schlüssel spezifisch auf diese Einsatzbereiche reichen. Die Hilfsorganisationen sind auf jeden Fall sehr zufrieden mit den Hilfsgütern. Also gerade diese Spende ist eine ganz großartige Unterstützung für unser Personal, das draußen ist, für unsere Sanitäter und Rettungssanitäter. Masken sind immer wieder ein Thema. Masken sind, je nachdem wie der Nachschub funktioniert, man liest ja auch in den Medien, teilweise Mangelware, nicht nur für alle anderen, sondern auch für uns. Und da ist allein schon das Gefühl zu wissen, dass man hier wieder Nachschub hat, dass man Sicherheit hat, um entsprechend gesichert in den Dienst gehen zu können, eine ganz, ganz große Hilfe. Für die kommenden Tage sind die Sanitäter und Ärzte nun bestens vorbereitet. Doch das bedeutet noch lange keine Entwarnung, denn das Virus hält die Österreicher weiter im Griff. Doch wie in China auch, beobachtet der Botschafter, dass die Menschen sich großteils an die vorgegebenen Maßnahmen halten. Täglich, wenn ich zu meiner Residenz, zur Botschaft fahre, und dann beobachte ich mit Aufmerksamkeit, wie die Menschen hier handeln. Aber zu meinem großen Respekt, ja, sehe ich also wenige Autos auf der Straße, noch weniger Menschen auf der Straße. Das ist wirklich fortbildlich. Den jüngsten Meldungen zufolge scheint China den kritischen Punkt bereits überwunden zu haben. In Österreich ist man dagegen noch vorsichtig, denn die derzeitigen Maßnahmen sollen noch mindestens bis zum Ostermontag, also bis zum 13. April, anhalten. Sommer. Töne. Worte. Geiles Theater. Theaterfest Niederösterreich. Gleich zwei Jubiläen gilt es heuer in Staats zu feiern. Seit 20 Jahren ist Werner Auer der Intendant der Felsenbühne Staats und seit 10 Jahren leitet er als Obmann die Geschicke des Theaterfest Niederösterreich. Wie wir vor 20 Jahren begonnen haben, hier war es ein quasi leerer Platz, mit der früher halt als Winnetou-Spiele gedient hat. Und wenn man sieht, was jetzt dasteht, haben wir uns in diesen 20 Jahren ganz schön gemausert. Und von diesen 20 Jahren, 10 Jahre als Intendant oder als, nicht als Intendant, als Vorsitzender, also Obmann des Theaterfests wirken zu dürfen, ist natürlich auch eine große Ehre, weil der Markt im Sommer ist sehr dicht. Es gibt sehr viele Kollegen, es gibt sehr gute Kolleginnen und Kollegen. Und da als Obmann des Vereins vorstellen zu dürfen, ist schon eine große Ehre. Und gleichsam als kleines Geschenk an sich selbst, vor allem aber als Präsent an das Publikum, steht heuer die Uraufführung des Musicals Der Graf von Monte Cristo auf dem Programm. Ein opulentes Werk, wie geschaffen für das imposante Open-Air-Ambiente der Felsenbühne Staats.
Ja, es ist mir immer ein großes Anliegen, dem Publikum, aber auch uns Darstellern Neues zu bieten. Also immer nur auf die Top 5 des Musicals zu setzen, wäre ein bisschen einfallslos. Und ich sage, das möchte ich mir auch gönnen, dass man was Frisches macht, was produziert, das noch nicht nachkopiert werden kann oder nachkopiert werden muss. Und Gott sei Dank haben wir ein sehr treues Stammpublikum, das diese Reise mit uns immer mitgeht. Also egal, was wir ansetzen, wir dürfen damit rechnen, dass um die 10.000 Besucher kommen. Und das ist natürlich ein riesiger Vertrauensvorschuss, den wir da bekommen. Und ich hoffe auch, dass wir den heuer wieder einhalten. Glaube an meine Treue in jedem Gebet, im Kerzenschein. Werd ich bei dir sein. In der weiblichen Titelrolle der Mercedes wird im Musical viel abverlangt. Ja, die Mercedes, die ist deswegen sehr herausfordernd, weil es eine unglaublich starke Persönlichkeit ist. Es ist eine unfassbare starke Persönlichkeit, die wie gesagt von Anfang bis zum Ende sehr, sehr präsent ist und eine unfassbare Entwicklung durchmacht. Von dem jugendlichen, frischen Mädchen zur eigentlich verbitterten Dame. Und ja, das ist sehr herausfordernd, aber auch wundervoll zu spielen. In jeder Nacht umarmst du mich ganz fest. Niemals allein, schon morgen führt dich Liebe heim zu dir. So wird es sein, niemals allein. Das rasante, vielschichtige Stück fordert besonders die Titelrolle heraus. Vom Stück her, ja, vom Spielen auch. Und natürlich, wie man sagt, ich bin ja über 21. Und diese Rolle hat seine Tücken, ne? Nicht nur jetzt Singen und Schauspieler. Und wir haben auch ein paar Pechszenen. Das hat ein bisschen Kraft gekostet. Irgendwann, als ich nach Wien gekommen bin, unsere Proben gehabt habe, hat Werner Auer zu mir gesagt, du weißt genau, dass du am ersten Tag, am ersten Akt überhaupt nicht von der Bühne runterkommst. Also man ist die ganze Zeit da nur am Umziehen, es ist Schweißarbeit, richtig, richtig heavy. Viele erinnern sich an den klassischen Roman Alexandre Dumas. Die Musical-Fassung des amerikanischen Erfolgskomponisten Frank Wildhorn und des Librettisten Jack Murphy bringt aber eine ganz neue Sichtweise auf die dramatischen Abenteuer des Grafen von Monte Cristo. Siegen, Siegen auf dem weiten Meer, unser Gott bleibt leer. Nur ein Wort hat schon genügt, lüg mich an, damit ich dich belüge. Das ist eine kurzweilige Interpretation dieses Romans. Und ich denke, wenn man nach diesen 2,5 Stunden rausgeht, kennt man die Geschichte wieder. Es ist wieder aufgefrischt und man hat das Werk in einer wunderschönen, abwechslungsreichen und kurzweiligen Form gesehen. Die Sommerspiele auf der Burg Perchtoldsdorf haben heuer einen russischen Klassiker am Programm. Im Rahmen des Theaterfests Niederösterreich wird Onkel Wanja von Anton Tschechow aufgeführt. Es ist hier so, dass wir wirklich die Chance haben, die schönsten Stücke der Welt hier aufzuführen. Das heißt, wir können auch anspruchsvolles Theaterprogramm machen. Wir sind kein ganz typisches Sommertheater, weil wir so nah an Wien sind, wirklich Leute haben, die das ganze Jahr ins Theater gehen. Und daher müssen wir jetzt nicht so überpopuläre Titel haben, sondern können richtig die schönsten klassischen oder zeitgenössischen Theatertitel uns aussuchen. Und Onkel Wanja ist ein Stück, von dem alle Schauspieler und Regisseure träumen. Was für ein Stoff! Ein Professor im Ruhestand, knochentrocken, ein alter Gelehrter, Zwieback, Gicht, Rheuma, Migräne, eine dicke Leber vor lauter Neid und Eifersucht. Lebt auf dem Gut seiner ersten Frau, weil er sich das Leben in der Stadt nicht mehr leisten kann und jammert über sein Unglück. Halte die fest! Er ist wahnsinnig geworden! Er ist verrückt geworden! Wo ist der? In Russland wird Onkel Wanja meist als Komödie, in unseren Breiten aber oft als Tragödie inszeniert. Wir versuchen genau diese Kante zwischen Lachen und Weinen zu erwischen, dass man sowohl gerührt ist als auch unterhalten. Und ich hoffe, das ist uns gelungen. Résistoire d'amour, puis dis mal, résistoire.
finde, es hat einen totalen Humor. Und das ist, wir versuchen hier auch sehr genau diese Gratwanderung zwischen Lachen und weil es hier absurde Situationen teilweise sind, über die man lachen kann und die einen manchmal auch dann zum Weinen bringen oder es liegt halt sehr nah beieinander und ja, die Figuren haben trotzdem aber auch alle einen gewissen Selbsthumor und ich finde es total schön, das auch rauszuarbeiten und nicht immer nur zu leiden. In der Rolle des Professors ein bekanntes Gesicht mit glänzendem Oberhaupt. Das war ein Vorschlag für eine Figurine von der Renate Martin, der Frau von Michael Sturminger, die die Kostüme macht. Und und die hatte einfach der Figurine eine Glatze verpasst. Und das sah aber irgendwie gut aus. Und dann hat er gemeint, naja, willst du nicht die Haare vielleicht schneiden? Sag ich, bist du wahnsinnig, das kann ich doch nicht machen. Und dann habe ich so ein paar Wochen drüber nachgedacht und schlussendlich haben dann alle auf den zweiten Blick immer gesagt, eigentlich vielleicht keine schlechte Idee. Und diese Glatze ist im Grunde genommen, das macht schon sehr viel. Ja, also auch wenn, am Profil der Rolle. Das Gut erwirtschaftet jährlich maximal 2%. Wenn wir es verkaufen und das Geld in Aktien anlegen, können wir 4-5% lukrieren. Und es blieben auch noch ein paar Tausende übrig, mit denen man ein kleines Häuschen in Finnland finanzieren kann. Moment, ich glaube, ich habe mich verhört. Kannst du das nochmal wiederholen? Mit dem Überschuss könnte man ein Landhaus in Finnland kaufen. Nicht das mit Finnland, das davor. Ich habe vorgeschlagen, das Gut zu verkaufen. Genau, das war's. Eine großartige Idee. Und was für einen Vorschlag hast du für mich, meine alte Mutter und da Sonja? Alles zu seiner Zeit. Eins nach dem anderen. Moment. Die Schauspieler agieren ausgezeichnet auf einer naturalen Bühne aus Holz. Das Bühnenbild ist sozusagen, was sagen wir, die Baustelle der Seelen. Oder es ist aber auch, und das ist ein sehr wichtiger Aspekt in dem Stück, es geht um, was machen wir aus der Erde? Wie verwandelt sich der Wald in ein industrielles Gut, nämlich in eine Bretterbude? Und was machen wir damit? Ich bin 47 Jahre alt und bis vor kurzem habe ich mir genau wie du mit dieser Scheingelehrsamkeit den Blick verkleistert. Unsere Luft ist schon lange nicht mehr sauber. Zu viele Fahrzeuge, zu viele Abgase. Bei der Verbrennung von Diesel entstehen besonders schädliche, unsichtbare Giftstoffe, Stickoxide. Sie schädigen die Atemwege. 75.000 Menschen sterben laut Weltgesundheitsorganisation WHO europaweit jährlich an den Krankheitsfolgen. Die Luft nicht nur ein wenig sauberer, sondern in Zukunft richtig sauber machen, das ist die Vision dieses Mannes. Der Däne Tue Johannessen entwickelte gemeinsam mit einem Team ein revolutionäres System, Schadstoffe aus der Dieselverbrennung bereits im Auto zu beseitigen. Eine Schlüsseltechnologie, die mehrere Vorteile hat. Unsere Erfindung führt zu einem sehr niedrigen Stickoxidwert und ermöglicht es dem Motor, auf optimaler Betriebstemperatur zu laufen. Das führt zu einem niedrigen CO2-Wert. Bereits vor 15 Jahren begann Tue Johannessen an der Technischen Universität Dänemark zu forschen. Nun ist er einer der Gründer der Firma, auf welche die Universität das Patent für die kommerzielle Entwicklung übertragen hat. Sein Kollege Ulrich Quade ist für Forschung und Entwicklung zuständig. Tue Johannessen selbst ist technischer Leiter. Diese Zusammenarbeit hat sich schon zu Uni-Zeiten bewährt. Gemeinsam tüftelten sie an der Vorgabe, Fahrzeugabgase zu reduzieren. Johannessen als Chemieingenieur, Quade als Physiker. Dazu wollten sie sich ein Gas zunutze machen, Ammoniak. Es kann Abgase binden und reduzieren, aber seit Jahrzehnten wird Ammoniak zur Reduzierung von NOx in Kraftwerken verwendet. Dort lässt sich Ammoniak in seiner reinen Form verarbeiten. Allerdings stellt die Verwendung von gasförmigem Ammoniak in Fahrzeugen ein großes Sicherheitsrisiko dar. In gasförmigem Zustand ist Ammoniak gefährlich.
Niemand hat es bislang geschafft, es in eine feste und damit ungefährliche Form zu bekommen. Doch 2005 gelingt den Dänen der Durchbruch. Sie präsentieren ihre magische Tablette. Äußerlich unscheinbar, doch innen Ammoniak gebändigt. In diesem Feststoff wird Ammoniak in der Mitte der Kristallstruktur gebunden. Somit können sehr große Mengen an Ammoniak gespeichert werden. Es grenzt beinahe an Zauberei. Die Metallsalzpille von nur einem Gramm kann über einen halben Liter gasförmiges Ammoniak speichern. Das ist mit bloßem Auge nicht zu sehen, aber es ist eine Sensation und bringt ungeahnte Möglichkeiten. Als die Firma gegründet wurde, war einer unserer ersten wichtigen Schritte die Vergrößerung der 1-Gramm-Tablette. Und hier haben wir schon ein Upgrade auf einen 100-Gramm-Block. Und dieser Block beinhaltet ca. 60 Liter an Ammoniak, was der Größe dieses Ballons entspricht. Doch damit nicht genug. Der 100-Gramm-Block wird noch größer. Und er bekommt eine Umhüllung, die ihn für den Einsatz in Autos fit macht. Die Kartusche fasst eine noch deutlich größere Menge an Ammoniak. Und jetzt haben wir den Punkt erreicht, an dem das System ausgereift ist. Es kann leicht in Fahrzeuge integriert werden. Diese Kartusche ist jetzt für 4 Kilogramm verwendbares Ammoniak ausgebaut worden, was 6000 Litern Ammoniakgas entspricht. So viel wie in diesen Ballon passen, mit dem Ulrich hier gerade angerollt kommt. In diesem Ballon befindet sich also eine so große Menge an Ammoniakgas, um einen Ballon derselben Größe, gefüllt mit NOx, zu neutralisieren. Mittlerweile ist die Erfindung patentiert, erweitert und zur Produktionsreife gelangt. Also hier befinden wir uns im ersten Teil der Produktion. Hier wird das Material, welches Ammoniak bindet, in die Produktion gegeben. Eine Tonne Salz befindet sich hier in diesem Sack, der dann später das Ammoniak binden wird. Es handelt sich um ein harmloses weißes Pulver. Sobald das Salz die Rohre erreicht, war es das mit dem Tageslicht. Es handelt sich um ein komplett geschlossenes System mit hoher Qualitätssicherung. Der nächste Schritt der Produktion ist der Trocknungsprozess, in dem das Salz von der Feuchtigkeit befreit wird, die es eventuell hat. Der nächste Schritt stellt das Herz des Betriebs dar. Hier kommt das Ammoniak aus dem Tank und trifft auf das Salz. Das erste Mal in diesem Prozess. In dieser Maschine wird das Ammoniak und das Salz zügig gebunden. Nach diesem Prozess wandert das Ammoniak-Salz-Material weiter in die Kartusche. Nun kommen wir zum letzten Teil der Produktionslinie. Hier wird der Behälter verschweißt. Dann noch eine Dichtigkeitsprüfung. Und danach ist die Kartusche bereit, die Fabrik zu verlassen. Kartuschen in Masse. Und sie sind bereits erfolgreich in Bussen mit Dieselmotor am Start. Da sie nicht viel Platz brauchen, können die Busse mit dem System einfach nachgerüstet werden. Noch ein Vorteil. Mittlerweile haben wir 300 Busse fertiggestellt, die mit sauberen Abgaswerten in Kopenhagen fahren. Es laufen Tests in London, in den USA und auch in Asien. Die Ergebnisse sind überragend. Während bisherige Systeme zur Schadstoffreduzierung beim Fahren in der Stadt schlecht abschneiden, reduziert die Erfindung der Dänen bis zu 99% Stickoxid im laufenden Betrieb. Das macht sie zur CO2-freundlichsten Methode, NOx-Abgase drastisch zu reduzieren, um die zukünftigen EU-Emissionsstandards einhalten zu können. Nach den großen Dieselfahrzeugen soll die Erfindung von Tue Johannessen und Ulrich Quade nun auch für kleinere Fahrzeuge entwickelt werden. Eine Technologie, die dicke Luft verhindert und Zeichen setzt. Für die Umwelt und den Menschen.